Diesmal bei GNU Funst bringt uns die 13. Episode Glück im Spiel, oder? Du, die smarte Heizung steht auf 90 Grad und der smarte Toaster macht Eiswürfel. Schaltet ein und findet raus, ob sich der neue Raspberry Pi vier Arme ausrenkt, um mein Telefon zu werden. Plus, wir teilen unseren Desktop. Und ihr kachelt uns etwas mit. Lass uns mal wieder eine Folge GNU Funst drehen. Bin ich schwer dafür, weil es ist eine Menge passiert. Ziemlich viel sogar. Ein ganzes Jahr ist vergangen und bei wem passiert nicht? Hast du denn eine Lieblings-Android-App, die du vorstellen möchtest? Nee, weil Android ist für mich kaputt. Geht mir auch so. Ja, ich habe mir so ein Android-SDK mal runtergeladen vor einer Weile und wenn man sich das von Google runterlädt, ist zwar eigentlich frei, das SDK, mit dem man Android-Applikationen entwickeln kann, aber irgendwie hatte ich dann diesen Installer in der Hand und der hat mir irgendwie Lizenzbedingungen vorgegeben, die ich eigentlich so überhaupt gar nicht cool fand. Und dann habe ich bei Replicant.os mal reingeschaut und die haben auch ein Android-SDK gebaut aus dem Google Quellcode und da muss man diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen. Und das ist eigentlich ganz gut. Habe da nicht viel gemacht. Ich habe mittlerweile auch auf mein Android-Telefon, die Hardware stapelt sich ja so mit den Monaten, meinen Cyanogen-Mod geflasht. Aber ja, es ist das N900-Feeling kommt einfach nicht wieder auf. Aber zum Glück gibt es ja, tada, den Raspberry Pi 3. Dieses Modell passt dann leider nicht in die Hosentasche. Ich habe meinen kleiner gekriegt. Ja. Und vielleicht ist das ja die Lösung, wenn man wieder ein tolles Smartphone haben will. Aber da muss man schon was für tun. Und ja, also an der Hardwarefront sieht es nicht so gut aus, wenn es überhaupt mal eine Tastatur dabei ist. Und die Softwarefront sieht ja im Moment auch nicht so. Ja, wie macht man das bedienbar? Wenn man Applikationen immer im Vollbild haben könnte, dann könnte man das vielleicht machen. Ja, da kannst du ja GNOME benutzen, oder? Weil für den Desktop ist GNOME ja auch ein bisschen kaputt gegangen. Das soll touchfreundlich sein, aber auf dem Desktop bist du unzufrieden, habe ich gehört. Ja, ich bin jetzt auf einen DWM-ähnlichen Tiling-Manager umgestiegen, also ist ein Fork davon. Und auch Tiling, das mochte ich bei KDE ja auch immer. Ja, wenn man Fenster so nach oben links und oben rechts in die Ecke schubst und dann nimmt das genau ein Viertel oder die Hälfte vom Bildschirm ein. Ja, das ist ja Tiling für Arme. Du willst ja schon richtiges Floating, Tiling, Stacking und was es noch alles gibt. Nicht nur Viertel ausnutzen, sondern noch genau, noch mehr. Genau, und gespielt habe ich auch das Jahr. Auf deinem Tiling Window Manager? Auf meinem Tiling Window Manager. Das werden wir uns nachher noch angucken. Endless Sky ist auch relativ frei, absolut frei. Und die meisten Grafiken kommen natürlich von diversen US-Behörden. von der NASA und so, nicht? Das ist dann Public Domain, das ist auch unkritisch. Und du hast das in deinem Gentoo kompiliert, habe ich gehört. Ja, aus dem Repo läuft es leider nicht. Haben sie irgendwas kaputt gemacht. Ja. Aber die Variante aus dem GitHub direkt, die funktioniert. Wenn man alle Abhängigkeiten schon drauf hat, die man eh erfüllen muss. Ja, es ist mal wieder ein neuer Raspberry Pi rausgekommen. Genau, und es dauert auch immer eine Weile, bis man aus dem Projekt oder daraus ein Projekt macht. Wahrscheinlich ein halbes Jahr. Mhm. Und das Schöne ist, das Display gibt es ja auch jetzt endlich in 7 Zoll Größe. Ja, da kann man dann auch schon mal einen Tiling Window Manager auch ordentlich ausnutzen, weil das groß genug ist. Mhm. Genau, hat seine 4 Kerne eigentlich immer noch dem Raspberry 2 relativ ähnlich, höher getaktet, ein bisschen schneller. Was ich cool finde, ist die zusätzliche Peripherie, die auf dem Board drauf ist. Und es gibt ja nur einige andere Single-Board-Computer auch und die meisten sind halt nach wie vor leistungsstärker. Ich finde immer noch, eine Sache beim Raspberry Pi ist wirklich cool und das fällt auf, wenn man in den Blog-Eintrag zum Release guckt, wo es so eine FAQ gibt und eine der Fragen, die da aufkommen ist, benutzt ihr immer noch den Videocore? Und die Antwort ist, ja, der Videocore 4 3D ist der einzige öffentlich dokumentierte Grafikkern für ARM-basierte SoCs und wir wollen den Raspberry Pi mit der Zeit mehr, nicht weniger offen gestalten. Und dafür hat diese Raspberry Pi Stiftung meinen ganzen Respekt.
Das finde ich richtig toll. Bei anderen Singleboard-Computern haben wir häufig ein Treiberproblem. Die sind leistungsstärker, haben sehr viel schnelleres Netzwerk, bessere I/O meistens als der Raspberry. Aber ich habe zum Beispiel keinen anderen Singleboard-Computer mit einer freien Grafiklösung, bei dem ich ohne komische Binary-Blobs im Kernel 3D-Grafik draufbringe oder Videobeschleunigung draufbringe. Das gibt es nur bei einem Raspberry Pi. Deswegen bevorzuge ich den für die meisten Projekte, wenn es auf Netzwerk-IO nicht so ankommt. Und ich habe da sogar eins. Wie lange hat es gedauert, bis du dein Projekt auf dem Raspberry Pi 2 angefangen hast? Oder ist das noch der 1? Das ist der 2er, ne? Das ist der Zweier schon. Und ich glaube, ich hatte den auch schon ein Jahr, bis ich dann mal den Lötkolben in die Hand genommen habe und die USB-Ports und den Netzwerkport darauf geopfert habe und den flach gelötet habe. Weil das will man ja haben. Das 7-Zoll-Display ist zwar toll, aber für das, was ich machen möchte, will ich ein kleineres Display haben. Das kann man dann nicht mehr für den LVDS, das kann man dann nicht mehr an den LVDS anschließen, sondern naja, entweder über HDMI oder über die Analog-Pins. HDMI lässt sich schlecht löten. Und mein Plan ist ja wirklich, dieses Smartphone-Problem mal anzugehen und irgendwie was in 4,5-Zoll-Größe hinzukriegen. Ja, ich werde dann die nächste Woche auch dran weiterarbeiten. USB oder WLAN müsste ich hier noch über den USB-Bus anbinden und das heißt, ich muss die USB-Konnektoren eigentlich direkt anlöten, weil ich ja die Ports nicht mehr habe. Auf dem Raspberry Pi 3 spare ich mir das natürlich, da freue ich mich schon drauf. Also eigentlich ist das hier schon wieder veraltet, bevor es fertig ist. Aber ich werde das Prototyping trotzdem mit dem Genau, Board machen. und dann eine bessere Version mit dem Dreier, die dann ein bisschen kompakter wird, weil du sparst ja dann immer noch im Dongle. Ja, genau, man spart sich zusätzlich Peripherie dran, Genau. das ist natürlich praktisch. Und wenn du dann doch mal eine richtige Tastatur haben willst, weil die Software noch nicht so weit ist für eine ordentliche Touch-Tastatur, dann kannst du dir eine Bluetooth-Tastatur ja Das geht. anschließen. Ich glaube, das mit den Touch-Tastaturen wird gar nicht so schlimm. Ja, richtig, Bluetooth ist praktisch. Definitiv, ja. Also ich musste bei dem Raspberry Pi 3 dann über Bluetooth CDL das zwar manuell einrichten, aber dann Das ging soll es. relativ schmerzlos gehen, habe ich gehört. Das geht auch wunderbar. Ein sechsstelliger Code wird dann in der Konsole angezeigt bei Bluetooth CDL und dann musst du den in der Tastatur eintippen, Enter drücken und dann sind die gepairt. Weißt du, Und ob man dazu irgendwelche komischen Kernelmodule, irgendwelche komischen Firmware-Module laden muss? zumindest bei dem Raspbian Image, war das offizielle, muss man Aha. es nicht. Entweder ist das schon alles Die liefern zum drin. Teil proprietäre Ja. Firmware-Images aus, aber ich glaube, treibermäßig sind die auch ziemlich sauber. Also wie gesagt, ich musste nichts nachladen. Das hat einfach Aha. alles out of the box Ich mag es funktioniert. ja mittlerweile viel lieber, Debian drauflaufen zu lassen, aber die Firmware kriegt man auch dann irgendwo her. Ja, doch, muss ich mir unbedingt mal anschauen. Noch ist er mir im Handel ein bisschen zu teuer, aber der hat eigentlich wieder den gleichen Release-Preis wie die vorherigen Raspberries, nicht? Genau, ich glaube 35 Dollar, genau, da steht's in Euro. Das hängt dann halt ab, wo man es kauft. Ja, Ja. noch kompakter fährt sich natürlich alles mit dem Raspberry Zero, der auch mittlerweile rausgekommen ist, ist aber nicht so leistungsstark, aber ist eigentlich toll für Hausautomatisierung und sowas. Kann Hat man einfach überall der auch hinklemmen. Bluetooth? Nee, der hat keinen Bluetooth, der hat eigentlich auch nur einen USB-Port. Im Prinzip sogar weniger Peripherie als der erste Raspberry, aber er ist viel flacher, viel kompakter, viel billiger. Und ich finde den für Kleinbastelprojekte oder gerade für Automatisierung, um irgendwas in die Ecke zu setzen, was dann, keine Ahnung, die Gardinen auf und zu macht, eigentlich viel praktischer. Genau, da gibt es ja, es gibt so viel Home-Automatisierungszeug oder wo du Lichter an- und ausschalten kannst, Ich möchte das selber machen, ja. diverse Produkte. Man möchte das eigentlich selber machen, wenn man über einen Router irgendwelche Regeln einstellt, damit die Teile nicht nach Hause Ich telefonieren. möchte das selber machen, die Ja, telefonieren immer das. nach Hause. Wenn ihr euch Heimautomatisierung im Baumarkt kauft, lasst die Finger davon, dass das Zeug, damit ihr das mit eurem Smartphone steuern könnt, telefoniert euer Smartphone zu einem Firmenserver und der Firmenserver schaltet eure Geräte ein und aus. Und das kann der machen, ob ihr mit eurem Smartphone dranhängt, ob ihr selber das Kommando gebt oder nicht. Ich finde das gruselig. Und gerade Heimautomatisierung will ich selber basteln. Gut, ich habe noch eine Brückenlösung. Ich habe mir zumindest die App zum Beispiel für dieses Philips Hue-Kram selber gebastelt, die auch nicht über das Discovery von der Bridge nicht über die Server macht, sondern halt über einen Ping im lokalen Du Netz. hast das Das ist Protokoll einfach, aufgebohrt, richtig, ja?
Das ist dokumentiert. Das ist JSON, was man da an einen Webserver schickt, der auf dieser Bridge drauf ist, und dann kann man mit der sprechen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man braucht die App nicht, die es dafür gibt, unbedingt. Ah, du musst gleichzeitig irgendwie Firewall-Regeln setzen, um... Genau, ich lasse das Ding auf nicht nach Hause telefonieren. Eigentlich, wenn ich meinem Router nicht vertraue, müsste ich eigentlich da auch nochmal einen Router dazwischen schalten, der mit freier Software läuft eigentlich. Das wird auch schwieriger in nächster Zeit. Ja. Da interessiert es mich auch, wie geeignet der Raspberry Pi eigentlich ist, um so einen Wireless-Router zu ersetzen. Ob man da, ob man den im Manager-Modus laufen lassen kann, im Assessment-Modus. Ob der in der Lage ist, mehr als 3-4 Clients aufzunehmen. Ich glaube, wir haben da eine Menge zu spielen in nächster Zeit, nicht? Definitiv. Also eigentlich ist die nächste Folge fast schon wieder gefüllt. Ja, und was ich auch noch rausfinden möchte, ist, ob man das 7-Zoll-Display zusammen mit dem HDMI gleichzeitig benutzen kann. Das ist bisher in Vorbereitung dieser Sendung noch nicht gelungen. Ich hätte das gerne gezeigt, wie das geht. Aber es ist noch nicht... Wollen wir nicht einfach mal die Zuschauer fragen, wie das geht? Genau, definitiv. Das müsst ihr für uns rausfinden. Mister, erzählt uns das mal, schickt uns E-Mails. Möglicherweise fällt uns auch noch ein Gewinn ein. Nachträglich. Bis zum Ende der Sendung kriegen wir vielleicht einen zusammen. Ja. Du hast ja auch mal Teilungsmanager benutzt. Was ist passiert? Warum benutzt du das jetzt nicht mehr? Ja, ich hatte verschiedene Tiling-Window-Manager ausprobiert und die haben ja verschiedene Tiling-Konzepte auch. Die meisten haben mir nicht so richtig gut gefallen. Dann bin ich bei einem gelandet, den ich total cool fand. Das war Awesome. So, liegt am Namen wahrscheinlich. Ich glaube, ein Teil ist von dessen Popularität geht auf den Namen zurück, aber ich fand, er hat das Tiling schön gemacht. Der hatte einfach eine Art von Unterteilung, die mir gefiel und mit der ich gut umgehen konnte. Und die Standard-Tastenkombinationen waren auch toll. Und was so richtig geil war, war die Konfiguration von diesem Tiling Window Manager. Also man hat irgendwie die Paneele konfiguriert und dann hat man für den Inhalt hat jedes Panel irgendwie so seine Pipe aufgemacht, seine Kommando-Pipe. Und da konnte man einfach von einem Programm, was man in irgendeiner Skriptsprache geschrieben hat oder von mir aus auch in C oder Assembler oder was gerade da ist, einfach Kommandos reinblasen an diesen Window-Manager und hat dann die Paneele befüllen können und sowas. Ja, dann kam Awesome 3, der Versionssprung, und alles war völlig anders. Und ich war so ein bisschen enttäuscht und ich hatte eigentlich keinen Bock, den nochmal zu konfigurieren und ich hatte keinen Bock, dann nur noch Lua schreiben zu dürfen und irgendwie bin ich dann wieder zu KDE gewechselt, was ich halt bei anderen Leuten häufig einsetze. Nicht, wenn man jemanden so ein Linux einrichtet, dann gibt es den eher keinen Tiling Window Manager. Und ja, jetzt benutze ich halt selber auch KDE, dann kann ich den Leuten am besten helfen. Bei mir war es ähnlich, ich bin von GNOME jetzt weg und habe gedacht, naja, ich habe schon einige ausprobiert, i3 habe ich vorher ausprobiert und mich jetzt entschieden, einfach mal einen zu forken, den schon gibt, um das, was mir da halt nicht gefällt, halt dann zu ändern. Das Projekt heißt Ocelot, ist halt von MonsterVM geforkt, was wieder von DVM geforkt ist, was Ähnlichkeiten mit CatVM hat und deswegen halt jetzt Ocelot heißt, warum auch immer. Ist ein Cat Monster. Ja, ist ein Katzenmonster, ja. Ist halt ein Raubtier, ja, keine Ahnung. Es tut bisher noch nicht weh, also noch bleibe ich dabei, wechsle nicht zurück zu GNOME. ja, so sieht es aus auf meinem anderen Rechner. Die Abhängigkeiten sind eigentlich beim Kompilieren nur die X11-Headers. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ansonsten braucht man halt noch viele Programme, die das dann alles benutzbar machen. Das ist dann das Terminal, was du einfach laufen hast. Und, letztendlich ist das Ocelot, was ich da quasi anbiete und mitentwickle für mich, wo ich hoffe, dass andere es auch benutzen, eigentlich nur ein Bundle von mehreren Programmen mit einem bisschen angepassten DVM sozusagen. Diesen Tool, das benutze ich halt für die Headerbar. Da kann ich ja gleich noch ein bisschen erzählen. Mein Terminal der Wahl ist UEXVT. Genau. Nicht, wieso. Volle Unicode-Unterstützung und ein relativ schmales Terminal. Ja, der ist toll. Zum Loggen habe ich leider nichts Besseres gefunden, außer i3-Log. Den habe ich schon mehrmals gesehen in letzter Zeit irgendwo. Und X-Autolog halt, um den Bildschirm schon auch automatisch einschalten und zu können. Auch, dass er zum Beispiel von einem Suspend
wieder zurückkommen, sofort ah, ja. Lockt. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten, das mit Systemd zu lösen, dass er es vorher macht, bevor er ins Suspend geht oder so. Da überlege ich noch, ob ich das so mache. Und natürlich Backlight, um die Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung von dem Laptop-Panel. Des Bildschirms, ja, des Panels. Ja. Das klappt beim Raspberry Pi leider zum Beispiel nicht. Das ist leider... Nee, der hat, glaube ich, diese Helligkeitsstellung überhaupt nicht, aber... Genau, aber man findet in Sys-Class Brightness und da findet man dann für den RPI, ach für doch. Den Raspberry Pi, findet also man was. Er kann die Helligkeit variieren, aber nicht damit. Nicht damit, aber okay. Es ist eine Sache, die man vielleicht noch lösen kann und da muss man halt für den Raspberry Pi was anderes machen. Ja, ich bin bei meinem Laptop gerade auch dabei, immer in diese Datei reinzukutten, um die Helligkeit zu ändern. Deswegen fand ich das jetzt auch gerade ganz interessant. So, ich habe ja noch ein paar Dinge vor, aber später. Wie installiert man das Teil eigentlich? Es ist nicht so, dass man das mit einer Binärdistribution einfach bekommen sollte, sondern man muss es eh vorher konfigurieren. Aha. Das heißt, was man halt zuallererst vor macht, ist... Kompilieren muss man es konfigurieren. Vorm Kompilieren konfigurieren im Wesentlichen. Die Bash-Skripte, die für das Panel zum Beispiel sind, die kann man nachträglich auch noch zur Laufzeit möglicherweise sogar noch anpassen. Manche nicht, manche ja. Aber den Window-Manager selbst, wenn man daran was ändern will, zum Beispiel die Rahmenstärke, welche Farbe der Rahmen haben soll, okay. Das muss man alles in der Config-H dann einstellen. Und ich dachte, da gehe ich jetzt einfach mal kurz rein. Wir kompilieren aber nicht neu, weil dann sonst das Capturing aufhört. Genau. Wie lange dauert das? Oder wie lange hast du gebraucht, um den zu bauen? Das dauert nicht lange. Also das geht ein paar Sekunden. Du meinst, das zu konfigurieren? Nein, ich meinte schon den Bildprozess. Aber wie lange hast du zum Konfigurieren gebraucht? Lange. Weil du immer neu übersetzen musstest? Nee, weil es von Entscheidungen abhängt, die man treffen will. Genau. Die Version hier zum Beispiel, ich habe hier was eingebaut, dass man auch eine Panelbreite haben kann für einen Sidepanel, was ich gerade noch am Bauen bin. Das ist noch nicht so richtig vorzeigbar. Vielleicht zeige ich ganz kurz dann was. Hier ist dann halt für die fokussierten Fenster, für die nicht fokussierten Fenster die Rahmenstärke, wenn man halt hier mit der rechten Maustaste... Rahmenstärke und Farbe, oder? Genau, die Rahmenstärke ist hier die 4. Mit welchen Mausbutton man zum Beispiel den Fokus zu einem Fenster bekommt, kann man mit dem Button 3, das ist die rechte Maustaste. Man kann das allerdings auch wie beim Vim mit Alt J oder Alt K immer also hin und her springen. Ihr seht, man kann C-Code schreiben wie CSS. Genau. Ja, und da habe ich halt hier schon ein paar Anpassungen genommen, unter anderem auch für die Helligkeit. Das ist ein Wrapper-Skript, was am Ende dann X-Backlight aufruft. Und die Tastenkombination dafür musste ich... Und du legst die wirklich zur Compile-Time fest? Genau. Aha. Die Tasten, genau, das sind zum Beispiel die ganzen Tastenkombinationen, wie sie definiert sind. Mhm. Und hier habe ich leider jetzt rausgefunden, dass es nicht funktioniert. Ich dachte, das ist der richtige Key für den... Diese die Zusatzkeys, die du auf modernen Tastaturen hast. Die man hast, sonst per FN erreicht, bei manchen auch ohne FN, weil es geswappt ist, hat leider nicht funktioniert. Ich hatte es vorher ausprobiert, dachte, es funktioniert, aber leider tut es es nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Klar. Hängt wahrscheinlich von Modell zu Modell ab oder man muss dann doch irgendwas mit Modifiern machen und sich was anderes überlegen. Genau. Also was hier geschieht, ist halt, wenn man Dinge hinzufügen will, die hier noch nicht dabei sind, die man sich nicht abgucken kann, dann muss man leider wirklich in die X11-Header-Files reingehen und sich die Sachen raussuchen. Oh, okay. Ja. Also da ist noch eine Menge zu tun. Ja, wegen der Namen der Tasten und. Genau. Wie kommt man auf diesen Key hier? Ne? Genau, dann hat man hier noch für das Menü. Mit welcher Taste das Menü rauskommen soll. Das ist bei mir Alt F2. Dann kommt dann hier so ein Menü und dann kann man da seine Programme suchen. Hat das eine History etwa? Nee, der macht das alphabetisch und fängt halt mit den Zahlen an und findet dann halt hier 0AD ganz vorne. Man kann dann aber auch, weil ich nach wie vor zum Beispiel GNOME-Programme suche, findet man das cool, hier, aber findet ne, man, ja, man findet eine oder Suche. Man findet auch, die müssen nicht so anfangen,
und findet dann zum Beispiel GNU Cache, obwohl das nicht mit Cache anfängt. Also das ist schon, ach, das D-Menü cool. heißt es. Das ist ganz praktisch. Hat der auch Vervollständigung für Dateinamen? Oder nur für Programmnamen? Nee, für Dateinamen nicht. Nur Programmnamen, ja. Genau. So, was kann man noch zeigen eigentlich? Ja, du sagtest, du hast Sachen in JavaScript geschrieben, die dazu passen oder dazu. Genau. Gehören. Die habe ich hier. Und zwar habe ich angefangen mit dem, also letztendlich ist der Ocelot to decent 2, das ist quasi Dezent war das ja. Dieses Panel, das genau. In dem und da passiert eigentlich, da passiert eigentlich das meiste. Am Anfang hole ich mir ein paar Umgebungsvariablen, die ich in meinem Home Directory machen kann, die aber auch nur einmal ausgelesen werden. Die Breite des Bildschirms muss ich halt noch mitgeben. Das liegt, das Decent 2 braucht es halt dann später. Alles wird in den FIFO geschrieben. Von dem, also Ocelot schreibt in den FIFO seine Ausgabe über welcher Desktop ist aktiv, wie viele Fenster habe ich da, ist da vielleicht einer urgent gerade. Wenn der FIFO nicht gelesen wird, der blockiert der dann nicht? Der blockiert, ich habe das an anderer Stelle schon gesehen. Ich habe hier auch schon beobachtet, bei dem, was ich bisher gebaut habe, dass die Zeit manchmal stehen bleibt. Wahrscheinlich also ist dann irgendwo mal ein End of File. Wenn dein Control-Skript irgendwie abstürzt, dann friert der ganze Window-Manager ein. Friert nicht ein. Witzigerweise durch eine Aktion von Ocelot wird wieder was reingeschrieben und dann macht er weiter. Okay. Also das geht. Aber wenn es das einzige Programm ist, was da drauf lauscht, dann wird es schwierig. Genau. Hier source ich dann noch weitere Sachen für meine Headerbar, das sind die Geschichten, die hier oben stehen, Temperatur von meinem Sensor zu Hause und Akkulaufzeit. Der Akku gerade. Der ist jetzt ausgegraut, weil er weder geladen wird, noch, sonst ist der auch farbig. Also da steckt noch ein bisschen Logik hinter, damit es schön aussieht. Genau, und hier unten habe ich so eine Krücke mir eingebaut, dass er alle 60 Sekunden einmal das letzte vom FIFO nochmal reinschreibt, damit die Zeit weiterläuft. Das geht schöner und das will ich auch noch schöner. Die Uhrenanzeige da oben, dass die nicht blockiert irgendwie. Genau, aber witzigerweise bleibt es halt doch manchmal stehen, weil offensichtlich hier doch mal ein End-of-File mit dann mal kommt. Ich habe noch nicht die Stelle gefunden, wo das passiert, aber mit einem Tail-F kann man das lösen. Da habe ich was anderes. Nee, jetzt sind wir beim Shell-Scripting-Tutorial. Jetzt sind wir raus, glaube ich. Ja, da gehen wir mal nicht drauf ein, genau. Was ich vielleicht noch zeigen kann, was ich plane, ist, wie gesagt, ein Sidepanel, ich hatte schon erwähnt. Das habe ich hier. Davon haben unsere Zuschauer jetzt auch was, also du hast den online, oder? Den habe ich auch online, den gibt es hier, wie gesagt, bei GitHub gibt es den. Ich plane halt so ein Sidepanel, weil ich mir überlege, die Desktops sind doch alle so breit, warum oben noch Platz wegnehmen? Klar. Das will ich lieber an der Seite haben und also die Möglichkeit will ich ja noch geben. Der ist jetzt leider falsch konfiguriert, der müsste eigentlich bis unten gehen. Genau. So. Genau, was gibt es denn da noch zu erzählen eigentlich? Was haben wir hier noch? Ja, was ich halt noch so plane. Genau, was wird mit gestartet? Kannst du irgendwie, wird der Puls-Audio mit der Session richtig gestartet? Oder? Da vertraue ich dem System, was vorher schon drauf war. Mhm. Ich bin direkt von GNOME gewechselt. Ich habe quasi alles, was ich unter GNOME eingestellt habe oder System.d konfiguriert habe, habe ich halt immer noch vorhanden, weil das ist alles im Multi-User-Target und das wird immer noch gestartet und deswegen brauche ich mich nicht kümmern. Das läuft alles. Ich dachte immer, sowas wird erst durch die Desktop-Session gestartet. Das ist nicht mehr so. Das war vielleicht früher bei GNOME so. Die haben das ist auch gerne. Ich weiß nicht, wie es bei KDE läuft, ob die das selber starten oder ob das auch an System.d oder eben dem E-Mail-System der Wahl abgegeben wird. Genau. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die man vielleicht beachten sollte, wenn man keinen Display-Manager zum Login benutzt, sondern sich direkt unter TTY einloggt. Dann ist es vielleicht ganz hilfreich, mit exec den Prozess zu übernehmen, damit, wenn der X-Server mal abstürzt, oder man beendet, dass man dann wieder einen Login-Prompt hat und nicht auf einer Shell landet. Genau, was macht ein exec? Exec ist kein Programm, was man aufruft auf der Shell. Exec ist ein Shell-Built-In. Und wenn man ein Programm startet normalerweise, wird das Programm geforkt von der Shell. Das heißt, es läuft in einem separaten Prozess und die Shell läuft hinten dran weiter. Wenn man ein Programm über exec ausführt,
wird der Shell-Prozess zu diesem Programm, und sobald das Programm beendet, ist auch der Shell-Prozess genauso weg. Und das heißt, in dem Fall steht man dann wieder beim Login-Prompt, ja. Und das ist eher wünschenswert. Man soll ja nicht eine Shell kriegen, wenn der Window-Manager abstürzt. Oder das X in dem Fall. Genau, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Die X-Resource-Database. Genau. Das ist ganz praktisch. Das zeige ich mal ganz kurz. Ich habe hier noch einen zweiten. Euer X-Server enthält nämlich in der laufenden X-Session selbst seine Umgebungsvariablen, die für jedes X11-Fenster zugänglich sind. Und das sind X-Resources. Genau, da habe ich die für den UXVT zum Beispiel hinterlegt. Ein paar Sachen für die Zwischenablage, die habe ich kopiert. Ich glaube aus dem Arch-Wiki, da findet man einiges. Was würdest du bloß machen, wenn du Wayland benutzt? Dann fange ich wieder von vorne an. Das war ganz klar. Ich habe, glaube ich, ein Statement dazu gemacht, ganz unten. Wenn jemand Bock hat, die ganzen Sachen, also die ich benutze, nach Wayland zu portieren, wenn die dann laufen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so schwer, den Rest dann auch anzupassen. Ihr merkt, dass wir haben heute viele Aufträge für euch. Ja. Hier sind auch die Tastenkombinationen nochmal kurz erklärt. Ich hoffe, die stimmen noch, weil ich hatte ein bisschen was umkonfiguriert. Genau, ich demonstriere nochmal die Vorteile von einem Tiling Window Manager. Jetzt hat man hier zum Beispiel ganz viele Fenster, öffnet die. Das ist jetzt der Tiling Mode, das heißt, man hat immer ein Fenster und kann jetzt zum Beispiel, ich habe hier Hardtop drin, sehe fast nichts davon und kann mir den mit Alt-Enter jetzt auch auf das Hauptfenster reinholen und die anderen werden dann halt neu sortiert. Du hast sozusagen die Liste, wo die Fenster geparkt werden und eins in dem du arbeitest. Genau, genau. Dann gibt es denselben Modus, gibt es noch als gestackt, in der Variante, als Grid, dann sind die mehr oder weniger gleichberechtigt und wenn die Zahl nicht aufgeht, dann macht der dann halt... Das ist eigentlich hübsch. Ja. Und Tiling, und dann gibt es natürlich noch Floating, dann würde ja wieder so ein Ding rein... Genau, dann wird ein Fenster einfach rausgezogen aus dieser... Wenn man weiß, dass man gleich GIMP starten würde, dann sollte man das vielleicht berücksichtigen, wobei ja GIMP jetzt auch diesen Ein-Fenster-Modus hat, der die Sache dann schon erleichtert. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Genau, Alt-J, Alt-K, ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Wie im VI. Ja, wie im VI. So, jetzt müsste es nur funktionieren, was ich hier gemacht habe. Nein. Okay, ich komme gerade nicht mehr zurück. Egal, Vorführeffekt. Das ist eigentlich alles, was ich in Kürze zu meinem Projekt mir meinen Tiling Window Manager zu konfigurieren. Und das ist jetzt sozusagen deiner oder hast du noch andere Tiling Window Manager, die du cool fandest? Ich finde i3 noch ganz gut, aber da würde ich gerne lieber noch mal ein bisschen Zeit investieren. Der hat ja auch eine ganz andere Art von Config, ganz normale Key-Value-Datei. Der bringt sein eigenes Panel mit. Aber ich kann meine Desktop-Panel jetzt endlich wieder mit Shell-Skripten befüllen. Genau, vielleicht könntest du ja mal reingucken, du musst ja nicht Ocelot benehmen, du kannst ja direkt bei Monster-WM oder Cat-WM oder DWM wieder von vorne anfangen und dir was Schönes, Nettes machen. Ja. Mein Ziel ist es auch, wenn jemand das gefällt und er will es so 1:1 übernehmen, dann kann er das machen. Das ist mein Anspruch, den ich am Ende haben will. Das ist auch ein völlig anderes System. Die Idee von diesem Monster-WM ist generell, dass man den erstmal forkt. Genau, man ihn sowieso forkt und der ist auch gut kommentiert. Das Cat-WM ist das gleiche, wie gesagt, ohne Kommentare. Das ist eine gute Ausgangsbasis, C zu lernen und sich einen Tiling Window Manager selber zu Und um Bin-Management unter X11 kennenzulernen. Ja, falls es noch eine Relevanz hat. Aber so wie es aussieht. So wie es aussieht schon. Ja, dann hoffe ich, habt ihr auch Spaß mit einem Tiling Window Manager. Und ich frage mich, ich weiß wieso. Ich muss wieder in den Tiling-Modus wechseln. Beim Floating-Modus funktioniert das nicht. Dann ist das Floating-Fenster immer im Vordergrund? Offensichtlich, oder es blockiert diese Funktion, ja. Vielleicht mal den Programmierer fragen. Ach nee. Mal, ja. Nee, der dann sagt, fork doch. Gut, ja. Zocken. Wir spielen Endless Sky, wie versprochen. Und wir brauchen natürlich einen Piloten, einen Namen für den Piloten und wir brauchen einen Namen für unser erstes Schiff. Wir stellen uns erstmal einen neuen Piloten, wie soll denn der heißen? Gnu, ja. Mit Großbuchstaben oder? Ja, von mir aus. Und der Nachname? Funst. Na, dann mache ich aber hier Disk klein. Muss der einen Nachnamen haben?
Sieht cool aus. Lass mal. Ja. Finde ich cool. So. Nun haben wir einen und nun können wir uns ein Schiff aussuchen. Okay. Da gibt gleich so eine Art Richtung vor. Wenn man einen Shuttle nimmt, ist man mehr so der Mensch, der Personen befördert, so, was die Laufbahn angeht. Also bei Personenfracht und ja. Das andere ist zum Rumballern. Genau, und das ist mehr zum Rumballern oder man kriegt dann Eskorten und muss Schiffe begleiten und die schützen. Ja, was wollen wir machen? Ich weiß nicht, ich kenne das Spiel überhaupt gar nicht. Lass uns mal, damit ein bisschen was passiert. Okay. Ich bin ja eher derjenige, der mit Fracht und mit Leuten. Aha. Aber wir kaufen. Das heißt, du bist jetzt überhaupt nicht in deinem Element. Nee, das wird jetzt gruselig und ist das Spiel. Man kann nicht verlieren, wenn ein Spiel ist. Was ist denn ein Gnu, der nicht in seinem Element ist? Der ist im Atlantik oder sowas, war. So, wie soll denn das Schiff heißen? Na, Atlantik. Atlantik, achso. Mit. Atlantik. Mach, wie du denkst. Wir wollen ja was zeigen, ne? Ja. So heißt unser erstes Schiff. Gehen wir hier raus. Wir haben übrigens dieses Schiff nur bezahlen können mit einem Kredit, ne? Das heißt, da müssen wir auch und jetzt ist abzahlen. Jetzt ist der Adventure-Aspekt. Jetzt habe ich hier den Dialog, ja? Das ist irgendwie. Genau, das ist am Anfang. Mhm. Es gibt dann noch Spaceports im Laufe des Spiels, wo man dann hin und wieder mal was findet. Aber das Spiel weist leider nicht so darauf hin, dass es das gibt. Mhm. Und man müsste dann immer reingucken und man macht das dann irgendwie nicht. Und handelt nur und so. So, wir können es jetzt uns einfach machen. Wir können den Typen was mitnehmen. Was ist denn überhaupt? Okay. Erzähl mir kurz, was da steht. Wir wollen ja nicht alles vorlesen. Also, um es zusammenzufassen, da will jemand, der uns ein bisschen die ersten Schritte erklärt, mitkommen. Oder wir können auch alleine rausgehen. Ach, das ist das Tutorial sozusagen. Das ist so eine Art Tutorial mit drin, aber. Ist ja praktisch, aber wir wollen es ja selber jetzt zeigen, nicht? Das. Genau. Gut, am Anfang geht es noch ein bisschen um das Schiff, das beantworte ich erstmal so. Und das ist die Frage eigentlich jetzt kommt zuerst, ob man ihn mitnehmen will oder nicht. Alles klar. Ob man ihn irgendwo absetzen kann. Wir wollen ihn mitnehmen, ja? Wir wissen ja schon, was passiert. Wir zeigen das ja unseren Zuschauern jetzt. Ja, okay. Genau, also wer das Spiel gerade erst anfängt, der kann ja das Tutorial durchgehen dann. Genau, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind in Rutilicus sind wir gerade. Das startet, glaube ich, immer ein bisschen woanders. Es hängt auch ab davon, welches Schiff man auswählt. Das ist das Sternsystem, oder? Genau, das ist das Sternsystem, beziehungsweise der Planet. Der Planet ist gerade in New Boston oder sowas. Genau. Ja. Also wir können jetzt handeln mit Rohstoffen. Haben wir denn welche am Anfang? Wir haben keine, aber wir haben immerhin Platz für 15 Tonnen. Mhm. So, und dann gibt es hier das sogenannte. Ich nehme an, der Frachter hätte jetzt viel mehr Platz oder sowas. Der hätte dann 30, nee, 50 Tonnen, glaube ich, hätte er sogar. Oder 30. So, jetzt gibt es hier quasi Jobs, die man annehmen kann. Und überall, wo so ein etwas heller leuchtender Punkt ist, können wir das auch machen. Mhm. Die sind dann hier auch etwas heller. Er gibt dann noch eine Warnung, dass das noch außerhalb unseres Bereichs liegt, den wir schon erkundet haben. Okay. Und also das Schiff könnte überall hinfliegen, aber oder wie ist das? Oder? Ja, man muss sich dann halt hier vorhangeln und dann wird wieder was sichtbar, wo man dann hin kann. Also das ist wirklich mit sehr viel Risiko verbunden. Gerade dann, wenn man so eine Rush-Delivery macht, weil die sind dann immer mit Termin, da steht dann was, halt was heißt Risiko? Was kann passieren, wenn man da einfach so hinfliegt? Dazwischen können irgendwelche Piratensysteme sein, die dich angreifen und dein Schiff auseinandernehmen. Das Spiel speichert immer dann, wenn du gelandet bist und man kann immer wieder zu seinem Speicherpunkt zurückspringen. Das heißt, so richtig verlieren kann man nicht. Wenn man aber irgendwann mal ganz viele Schiffe in seinem Verbund hat, dann kann es schon mal passieren, dann bist du aus Versehen gelandet und dann sind deine zerstörten Schiffe weg. Du kannst andere Schiffe haben, die dir dann hinterherfliegen oder die zu deinem Konvoi gehören. Konvoi ist das richtige Wort, genau. Genau, hier um die Rush Delivery zurückzukommen, du musst halt zu einem gewissen Termin das schaffen. Und bei so einem Planeten, der jetzt so weit entfernt ist, 4. Dezember, heute ist da der 16. November da in dem Spiel. Aber wir haben ja auch gar keinen Frachter. Also was würden wir denn sinnvollerweise jetzt machen mit dem? Eine Eskorte. Okay. Wir würden quasi ein Schiff eskortieren bis dorthin. Und da steht dann mal, obwohl man so unerfahren ist, würde er noch 15.000 würde er dir geben. Ja, dafür. Genau. Ich würde sagen, nehmen wir mal an. Ja. Dann gucken wir nochmal in den nächsten Punkt rein. Ja, haben wir die Bank. Hier wird kurz erklärt, worum es da geht. Hier ist der Kredit, den wir aufgenommen haben. Und der wird jedes Mal, werden 0,4% werden abgezogen, immer wenn man
von einem System aus startet oder landet, je Ach so, nachdem. dass der Kredit für das Schiff wird sozusagen abbezahlt und das ist so das Erste, was man hinkriegen muss im Spiel, einfach wieder auf Null zu Man muss kommen. ihn extra bezahlen, weil die Summe wird nicht abgezogen, das bleibt dann auf dem oder sinkt zu langsam Ja. und deswegen sollte man Ah ja. versuchen, möglichst rechtzeitig das hier runterzukriegen, damit Okay. man sich ein neues Schiff leisten kann, ein größeres. Ja. Ja, in den Shipyard gehen wir dann später mal rein. Wir werden uns eh in der kurzen Zeit wahrscheinlich kein neues Schiff kaufen, weil die fangen dann so bei 1 Million an, die interessanten Schiffe. Okay. Das schaffen wir nicht. Also man spielt eine Weile. Gut. Wie gesagt, hier kann man dann extra bezahlen. Und beim Spaceport, das hat er schon mal erzählt, wenn es hier etwas gibt, dann hat man hier auch noch ein paar Buttons zu klicken. Man kann auch noch weitere Crew anheuern. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Du kriegst mit neuen Schiffen, wenn da mehr Crew notwendig ist, kriegst du automatisch neue Crew dazu und musst die Okay, auch also bezahlen. es gibt auch Schiffe, die man nicht allein fliegen kann dann. Genau, man kann immer nur sein eigenes Schiff und man kann dann wechseln. Man kann quasi seine Position auf ein anderes Schiff wechseln. Genau. Dann, ich gehe mal aber in den Outfitter, gehe ich mal kurz rein. Und hier kannst du jetzt Upgrades für Genau, wir haben aber kaum Geld, deswegen wird es die Karre nichts tunen bringen. Es sozusagen. gibt ja auch noch nur den Schild, den wir bereits haben. Das ist der schwächste Schild, den man sich kaufen kann. Die Local Map ist ganz interessant. Die könnten wir vielleicht mal holen und würden dann vielleicht, wenn wir Glück haben, ein paar mehr Sternsysteme dann gleich sehen, wenn wir uns das mal angucken. So, wir haben, glaube ich, schon eine Waffe. Deswegen, genau, wir haben Ach diesen so, Laser. den, ja. Ja, genau. Ich würde sagen, dann laden wir noch ein bisschen an Zeug ein. Siehst du, da sind jetzt auch ein Ach, paar Sachen man dazugekommen. kann gleichzeitig so ein bisschen Geld so nebenbei machen. Genau, und da wir hierhin, jetzt könnten wir sogar, ohne dass, wir haben nichts Unbekanntes mehr dazwischen, können wir direkt Okay, hinfliegen. aber wir haben ja erstmal eine Eskorte zu fliegen. Oder Wir war das jetzt der Plan? könnten da erst hinfliegen, dann könnten wir noch ein bisschen handeln zwischendurch. Riskieren vielleicht ein bisschen die Eskorte, weil die will auch zu einer gewissen Zeit da sein, sehe ich gerade. Die lohnt sich, Medical lohnt sich bisher am meisten, wenn wir dorthin fliegen. 94 würden wir da Gewinn machen. Ah, der sagt einem, was man also handeln kann. Genau. Ach so, ja. So, und dann heißt es dann Abflug, Depart und J für Jump und dann geht's dorthin. Und da ist das Shuttle, das andere. So, wir werden auch gleich angegriffen. So, das nicht verwundern, wir warten offensichtlich nicht auf das Shuttle. Und das ist auch egal, das Spiel macht das schon irgendwie. Ach so. Mal sehen, ob wir noch landen können. Ja, wir wurden nicht komplett Gut. platt. Immer wenn wir landen, wird auch unsere Hülle neu Ah ja. aufgesetzt und die Schilde laden sich ab, unabhängig von dem Kostet Generator, den man das hat. Geld, wenn man irgendwie stark beschädigt landet oder so? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, dass. Ich weiß auch nicht, ob das ein Feature-Request ist, der geplant ist. Interessant wäre es, um das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen. So, jetzt können wir erstmal das verkaufen, was wir hier. Dann kriegen wir hier den Profit raus und haben möglicherweise Gewinn. Wir müssen aber auch unser Escort aufpassen, wenn die zerstört wird. Das wär ein Direktflug wäre besser gewesen, weniger risikoreich, weil es hätte echt was passieren können gerade. Ja, es lohnt sich noch nicht, irgendwas abzuzahlen. Da würde ich immer warten, bis man bei 100.000 und dann mal Okay. 50.000 abzahlen, damit man noch Möglichkeiten hat, was zum Handeln zu kaufen, was man da verkauft. Ansonsten schränkt man sich unnötig ein. So, dann würde ich sagen, fliegen wir einfach dorthin, bevor es zu spät ist. Theoretisch könnten wir da einen Job noch, ups, ja, noch zusätzlich annehmen, weil da ist einer jetzt noch dazugekommen. Macht man das in einem Spiel, dass man mehrere Jobs parallel laufen hat? Oder Das wäre noch eine ist das eher Eskorte. eine schwierige, ein schwieriges Vorgehen? Naja, ich würde das jetzt einfach mal Ich riskieren. meine, wenn du jetzt Ich will. noch was eskortierst, dann kriegst du wahrscheinlich auch noch Jetzt mehr haben. Angreifer. Ja, das könnte ich. Wir wissen. Ja, wir haben jetzt nicht durchgelesen, wen wir da eskortieren. Ob das jetzt jemand gesucht ist oder besonders wichtig ist, wo jemand Interesse hat, dass der vielleicht drauf geht oder so. Ja, ich würde sagen, wir fliegen einfach mal hin. Shortcut Alt-D, ne, für Depart. Können wir dann auch mal schnell machen. Wir sind jetzt so von Sternsystem zu Sternsystem. Genau. Ich habe jetzt quasi eine Route gelegt und der hat halt, der kann 3 Jumps gleichzeitig machen. So, jetzt kriegen wir Ah ja. unser Geld Ach, und der zahlt auch viel besser, ja. wir Sehr haben schlecht. beides termingerecht abgeliefert und auf einmal haben wir 54.000. Wir hatten
Wir sind mit sehr viel weniger gestartet. 32.000 hatten wir. Wir haben also schon Gewinn gemacht. So, ja, prinzipiell geht es jetzt immer so weiter, bis okay. man sich mal. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, okay, wir haben irgendwie sowas wie ein Gefecht gesehen gerade. Mhm. Du hast gezeigt, man kann handeln. Noch mehr, was das Spiel hergibt? Oder? Wir könnten auch noch selber mal. Wir könnten mal einen Passagier annehmen, das wäre vielleicht auch mal interessant. Der bezahlt auch relativ gut. Mal keine Eskorte mal nehmen. Was haben wir denn hier? Das ist ein Eskorte. Ist das Spiel netzwerkfähig? Also das ist es leider nicht. Ich habe von einem Feature-Request gelesen, wo das geplant wurde. Das Problem ist immer, wenn man in einem Spaceport ist, beziehungsweise auf einem Planeten, bleibt die Zeit im Spiel stehen. Ja, das wäre dann im Netzwerk Motivation, sich nicht allzu lange daran aufzuhalten, wenn das Spiel gleichzeitig weiterläuft. Ja, da musst du dann so eine Zeit mitlaufen, hast noch 10 Minuten oder 5 Minuten oder 2 Minuten nur oder so. Weil man kann manchmal in so einem hier zum Beispiel eine ganze Weile verbrauchen. Also jetzt, wir waren noch nicht an so vielen Planeten, wo auch Schiffe verkauft werden. Im Moment werden nur hier Schiffe verkauft, weil das ist der einzige, der ist türkis eingefärbt, wo es dann diese Shipyards gibt. Ja, man kann dann auch hier anklicken, wo die Schiffe verkauft werden und dann werden die dann anders eingefärbt. Irgendwann hat man... Achso, du kannst mit den Raumschiffen selbst irgendwann handeln. Genauso, wo kriege ich bestimmte Ausrüstung. Ach, die gibt es auch nur an verschiedenen Orten. Und genau, es gibt nicht alles überall. Ich nehme an, wenn man, je weiter man rausfliegt oder je mehr man im Spiel erforscht, desto bessere Ausrüstung wird dann auch verfügbar. Mhm. Das heißt, es macht also Sinn, immer zu unbekannten Orten zu fliegen, die erreichbar sind gerade so. Mhm. Oder eben da, wo man dann hinfliegt, sich dann so eine Map zu kaufen, damit man dann weiß, wo es noch weitergeht oder Verbindungen auftauchen für. Okay. Ansonsten ist im Prinzip alles zweidimensional. Die Asteroiden können dich aber nicht. Kollisionen gibt es nicht, sondern nur Gefechte, sondern man stellt sich dann einfach die dritte Ebene vor. Mhm. Ja. Man kann auch seinen Hyperdrive verkaufen und kann dann nicht mehr jumpen. Den Fehler kann man machen. Das habe ich gesehen vorhin. Ja. So, jetzt sehen wir hier zum ersten Mal, dass wir nicht genügend Treibstoff haben. Treibstoff haben, um dorthin zu fliegen, und deswegen können wir nur bis hierhin fliegen. Achso, und dann müssen wir Treibstoff kaufen. Und dann lohnt es sich dann halt dort auch gleich wieder ein paar Geschäfte zu machen, und das bringt gerade richtig viel hier. Kaufen wir alles. Die Part Jump, gucken wir mal. Jetzt dürften wir vielleicht nicht so häufig angegriffen werden, weil wir einen ganz normalen Die anderen Raumschiffe, die da sind, vom Computer gesteuert, machen im Prinzip auch alle so das, was man selber auch macht, oder wie ist das? Das ist unterschiedlich. Ein paar gehören halt zu der Navy, die dich auch beschützt. Das sind die ganzen blauen Punkte. Und dann gibt es ein paar neutrale. Und dann gibt es halt ein paar, die definitiv feindlich sind. Mhm. Wir könnten natürlich mal riskieren, nachdem wir jetzt hier gelandet sind, mal wirklich in unbekanntes Terrain zu gehen und gucken, was passiert, ob wir irgendwie. Ja, na klar, wir wollen ja was zeigen. Ja. Gut, erstmal das hier verkaufen. Das Geld haben wir bekommen für den wir abgeliefert haben. So, was haben wir hier in dem Shipyard? Kauft man dort Schiffe oder? Ja, genau. Da gibt es aber leider auch nur die wir bereits kennen. Und im Outfitter werden die Schiffe ausgerüstet dann. Genau. Da haben wir leider, das haben wir schon, weil hier sind wir ja auch gestartet. Wir sind quasi wieder am Ursprungspunkt. Und jetzt können wir quasi da hinten weitergehen. Lass uns mal noch. Du sagtest, hinter dem Spaceport können sich noch zusätzliche Funktionen verbergen? Also bei dem jetzt nicht, den hatten wir ja schon. Nicht. Ja, hier ist nur eine Erklärung dafür, was man hier machen kann. Aber manchmal kommen hier interessante Missionen. Mhm. Genau. Gehen wir nochmal hier hin, weil wir haben ja den noch nicht abgeliefert. Anklicken und dann sieht man das auch. Das lohnt sich am meisten. Kaufen. Also ich habe noch einen eigenen Spielstand, da habe ich schon ein bisschen was. Denn da habe ich den Hyperdrive auch schon ausgetauscht. Der verbraucht ein bisschen mehr Treibstoff. Was hat man davon, wenn man das... Man ist dann wendiger zwischen den Jumps und kann größere Distanzen schneller, und wenn du umstrittene Fracht hast, dann wirst du vielleicht angegriffen, und das Zeitfenster, wo du angegriffen werden kannst, ist halt äußerst gering.
Wenn du zum Beispiel nicht so gute Schilder hast oder so. So. Hier können wir leider keine neue Karte kaufen, sehe ich gerade. Das heißt, wir Na dann müssen auch ins auf. Unbekannte, oder? Dann gehen wir jetzt einfach mal, gehen wir einfach mal raus, ne? Die Frage, können wir schon mal Schulden abzahlen? Nee, haben zu wenig. Ups, das war einmal zu viel. Die Part. Und dann gehen wir einfach mal, gucken wir mal, wo wir hinjumpen können. Am besten hier, ne? So weit raus wie möglich. Ach, wir sehen schon, dass da ein Planetensystem ist. Wir sehen nur noch nicht, wie Genau, es heißt, oder? was da Ah ja. ist, wissen wir nicht. Weil haben wir noch nicht erforscht. So, mit M kann man übrigens in diese Navigation reingehen und dann mit J, wie sagt man mal, jumpen. Dann richtet er sich aus. Können wir hier gucken. Man kann jetzt auch bewusst Planeten auswählen. Den kann man leider nicht Ah ja. auswählen. Manchmal gibt es mehrere Weiß Planetensysteme. man im Voraus, auf welchem Planeten was los ist oder welcher bewohnt ist? Ja, da geht es über die Infotaste. Warte mal, lass mich überlegen. Ich will nichts Falsches erzählen. Offensichtlich gibt es hier keinen Planeten, auf dem man landen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, hier gibt es tatsächlich keinen. Und wir werden angerufen. Schieß mal zurück. Ja, Ah ja. jetzt sind wir erstmal disabled. Das heißt, wir können nicht mehr manövrieren. Das heißt, wir sind noch nicht tot, aber es wird Ah ja, wahrscheinlich wir gleich. könnten eventuell noch gerettet werden von irgendjemandem oder Ja, wie aber ist denn die? jetzt sind Ah ja, wir, jetzt sind wir das würde, da kaputt. würde natürlich so ein Multiplayer-Feature erst richtig Sinn machen. Aber was vielleicht bei dem Spiel auch noch schön ist, die Planeten sind halt wunderbar gezeichnet. Manche Bilder sind halt auch original. Hab Das schon. sind dann so die eingefärbten Ja. NASA-Bilder, die man mal hat von irgendwelchen Himmelskörpern. Genau, ob das jetzt hier wirklich der Jupiter ist, das weiß ich nicht. Manche Sachen doch ausgedacht. Aber den richtigen. Also Saturn, wenn dann schon Saturn. Jupiter habe ich aber schon mal gesehen als Grafik da. Schon nett. Also das, obwohl es nur 2D ist, ist ein sehr schönes Spiel, muss ich ja schon mal sagen. Ich würde sagen, wir laden unseren Spielstand nochmal und gucken mal, ob wir. Und du hast das Spiel von, genau, du sagtest, das gibt es im Gentoo-Archiv auch einfach zum Immergen. Genau, gibt es auch zum Immersion bei Importage, bei Gentoo. Da funktioniert aber das Kompilieren nicht. Also es kommt, nee, es kompiliert so rum, aber er hat dann Probleme mit SDL. Das könnte aber auch an meiner Installation liegen von SDL, dass die zu alt war, die Also du Bibliothek. hattest Probleme, das zu Immergen, aber es läuft da trotzdem. Wie kommt das? Ich habe es dann bei GitHub Ah runtergeladen ja. und hatte dadurch aber implizit schon die ganzen Abhängigkeiten, die ich brauchte. Und dann braucht man einfach nur, Ah ja, schön. genau, die benutzen, was Brauchst bin jetzt ich? Configure, Make, Install. Genau, die Build Instructions sind hier. Das ist relativ einfach. Was auch immer das für ein Tool ist, das habe ich noch nie gesehen. Hätte man vielleicht mal recherchieren sollen. Ja, und dann startet man das einfach. Das dauert ungefähr auf einem i5 Cindy Bridge 10 bis 15 Minuten und dann ist Nö, das doch, das fertig. geht. Also, und dann kann man das gleich spielen. Das Ja, ist, dann habt ja. dann noch ein bisschen Zeit vorher, das Wiki zu lesen auf der Seite. Ja, vielleicht ist es besser, wenn man hier noch ein bisschen Bilder zeigt, was das theoretisch für Ausmaße annehmen kann. Ja. Okay, da sind offensichtlich richtig krasse Schiffe dabei. Oder, ja. Ja, das wäre schon geil auf einer LAN, wenn es jetzt noch Ja, wenn. Multiplayer hätte, ne? Aber man kann halt extrem viel erkunden. Das ist Aber wir schon halten nett. einfach mal die Feature-Requests im Auge, die es dort gibt. Genau, ich hatte nach dieser Übersicht gesehen. Aber das konnten wir halt nicht hervorbringen, weil man dort nirgendwo landen konnte, im System, wo wir gerade draufgegangen sind. Okay. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Interessant. Den habe ich noch ein bisschen was zu erforschen im Spiel. Ja, wenn man hier besonders viel Treibstoff hat, dann kann man auch mal so eine Routen hinlegen. Ja, hier ist zum Beispiel ein größerer Schild, den man sich einbauen kann. Ja, verrat doch nicht alles. Komm, Ja, ein bisschen was. das ist ja alles Sollen im die Zuschauer Wiki. auch noch rausfinden. Und man kann sich auch Karten editieren. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Echt nette Sachen, die da auf einen warten. Wir hatten ein paar Fragen in der Sendung. Wer die beantworten kann, ich würde sagen, den können wir eigentlich mal zum Interview einladen, oder? Das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Also wenn ihr bei der nächsten Sendung in der Gegend seid und ein paar Fragen beantwortet habt, die wir hatten während der Sendung, dann kommt doch einfach mal bei so einem Dreh dazu und dann sind wir vielleicht wieder zu dritt. Oder wenn ihr nicht dazukommen könnt, dann könnt ihr eure Lösung auch einfach mal per Video oder im Chat bei uns vorstellen. Genau, wir werden es dann direkt in unserer Sendung auch abspielen. Ja, das ist dann quasi der Bonus. Selbst wenn ihr schon selber Ihr einen werdet berühmt Channel. werden. Selbst wenn ihr schon einen Channel betreibt, ihr werdet berühmt werden, genau. Ja.
die Themen für die nächste Sendung? Wir haben ja Themen gesammelt. Wir haben so Sachen angesprochen, die wir heute nicht besprechen so konnten. So viel aufgefallen, ja. Genau. Wir müssen eigentlich nochmal ein Puls-Audio-Feature machen, fiel uns auf heute. Und wir hatten ziemlich viel über den Raspberry gesprochen und wir haben uns selber bei den Recherchen ziemlich häufig am Kopf gekratzt und gedacht, naja, da könnte man auch nochmal was mitmachen. Man wird ein Update geben zu dem Projekt mit dem Telefon und dem Raspberry Pi und auch zu dem Ocelot Tiling Window Manager. Ja, die Chemnitzer Linux-Tage werden auch wieder da sein. Vielleicht macht man da noch was. Ja, bin ich wahrscheinlich nicht dabei, aber du wirst da sicher was... Auf jeden Fall gibt es dann wieder Neuigkeiten. Dann bis demnächst. Auf Wiedersehen und Knuffunst.